Meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen beim zweiten Türchen meines Highlights Adventskalenders. Heute mit einer Buchreihe, die bereits im letzten Jahr ein absolutes Highlight von mir war. Da habe ich nämlich die beiden Kurzgeschichtenbände gelesen und in diesem Jahr habe ich die komplette Hexersaga von Andrzej Sapkowski gelesen. Ja, wir haben hier eine fünfteilige Reihe High Fantasy, wie ich es liebe, und ich habe hier den abschließenden fünften Band in der Hand und ich habe ja schon im letzten Jahr die Kurzgeschichten total gefeiert und auch die Serie und war da total, ja, geflasht davon, war sehr begeistert auch von der Umsetzung der Serie, von den Kurzgeschichten, die ausgewählt wurden, um die Serie, um die Vorgeschichte des Hexers sozusagen ja, zu erzählen, und umso gespannter war ich dann in diesem Jahr auf die eigentliche Reihe. Wir lernen Geralt von Riva kennen, der ein Mutant ist, der ein Hexer ist, der das Böse besiegt und gegen Monster auf die Jagd geht. Zusammen mit seiner Stute Plötze ist er in dieser großen Welt unterwegs, und ja, zum Mutant wurde er, weil er eben als Kind umgewandelt wurde in einen Hexer mit besonderen Fähigkeiten, mit langlebigerem Leben. Hat das jetzt hingemacht. Und wir begleiten in dieser fünfteiligen Reihe, ja, im Grunde seine Geschichte und die Geschichte von ihm und Ciri, die ehemalige Prinzessin eines ja, Ortes, einer Länderei innerhalb der großen Welt, in der diese Geschichte spielt. Und es klingt nach einer ganz banalen Heldenreise und ja, Verwicklungen, die darin vorkommen, aber es ist viel mehr. Es ist episch, es ist groß, es ist gigantisch erzählt, es hat einen wunderbaren, trockenen Humor. Geralt von Riva ist meine neue große Buchliebe und kommt sehr nah oder auf gleiche Ebene zu Aragorn aus der Herr der Ringe-Reihe ran. Für mich ist Geralt ein Charakter, der so menschlich ist, so echt ist, so authentisch ist, so ganz faszinierende Ansichten auch über die Welt hat und ja, die im Grunde auch kundtut und uns dabei einfach teilhaben lässt. Und mich hat diese Geschichte unfassbar abgeholt, begeistert, hineingezogen. Ich träume davon und bin ganz, ganz tief auch mit eingesunken. Und besonders einfach auch dieses Ausschweifen, was Sapkowski macht, fand ich einfach großartig. Und ja, man sieht natürlich schon am letzten Band, die Geschichte hat relativ viele Seiten. Und besonders der vierte Teil war für mich so ein bisschen das Schwächste innerhalb der Reihe, aber dennoch wirklich noch großartig erzählt. Wir haben hier alles dabei. Wir haben Freundschaft, wir haben irgendwie Liebe, wir haben Helden, wir haben, ja, Hexen, wir haben Magie, wir haben Vampire und Werwölfe und andere düstere Geschöpfe, und es ist so alles vereint. Und das hat mir großen Spaß gemacht. An mancher Stelle natürlich auch ein wenig brutal. Da geht definitiv die Hexersaga auch in den Bereich Dark Fantasy. Da muss man sich so ein bisschen drauf einstellen. Aber Geralt macht das alles mit einem Wumpf einfach weg. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Und es gibt so viele Szenen, die ich im Kopf habe, die mir in Erinnerung geblieben sind, die so intensiv beschrieben waren von Sapkowski, dass diese Reihe einfach nur eine Highlight-Reihe ist, die auch einfach im Regal stehen muss, die definitiv auch nochmal gereadet wird und ich die wirklich einfach fantastisch in diesem Jahr fand. Und ich habe mit dem fünften Teil tatsächlich, glaube ich, so ziemlich am längsten gedauert. Ich glaube, da lag tatsächlich auch irgendwie 3 Monate dazwischen, zwischen dem vierten und dem fünften. Und ja, war so ein bisschen, boah, ich wollte eigentlich nicht so Abschied nehmen, aber auch das Ende hier ist wirklich großartig und es ist einfach episch und es ist wahnsinnig gut erzählt. Zudem möchte ich auch die wunderbare Ausgabe vom DTV einfach loben, die im Grunde am Buchrücken eine wunderschöne, ja, einen wunderschönen Wolf ergibt mit, ja, im Grunde diesem Zeichen, mit diesem Amulett, und ich wirklich sage, dass, ja, das ist einfach gigantisch schön. Ja, jetzt warten wir auf die zweite Staffel von der Serie. Ich hoffe, dass wir sie vielleicht Ende nächsten Jahres genießen können. Bin da mega gespannt und glaube, dass das definitiv auch eine Reihe, eine Serie werden kann, die uns alle flasht und auch begeistert. Und ich glaube, dass man ein bisschen aus den scheinbaren Fehlern der ersten Staffel auch gelernt hat. Aber genug geschwärmt, ich bin ein absoluter Fan der Hexersage und das musste heute natürlich auch einfach das zweite Türchen in diesem Jahr sein. Und ja, ich wünsche euch nun einen ganz wunderbaren 2. Dezember. Ich danke euch fürs Zusehen und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.